Pietsch. Ich bin die Vorsitzende vom NABU Hadama, von unserer Ortsgruppe. Und ja, wir setzen uns schon seit vielen, vielen Jahren für den Erhalt und den Schutz einer ganz besonderen Eulenart, dem Steinkauz, ein. Und den wollen wir euch heute mal zeigen und vorstellen und warum wir das machen. Der Steinkauz, der lebt hier mit ungefähr 20 Brutpaaren bei uns im Gemeindegebiet. Das ist eine der größten Populationen vom Landkreis Limburg-Weilburg. Und deswegen hat die Stadt Hadama oder die Gemeinde Hadama eine große Verantwortung für den Erhalt dieser Art. Unsere ehrenamtlichen Vogelschutzbeauftragten bei uns in der Ortsgruppe, die bringen jedes Jahr die jungen Steinkäuze, die Küken, die noch nicht flügge sind und die in unsere Nistkästen geschlüpft sind. Und das machen wir, um Aussagen treffen zu können über den Bruterfolg unserer Steinkäuze, aber auch um zu wissen, wie groß der Aktionsradius der Alttiere ist. So können wir zum Beispiel sehen, ob Tiere von einem Ortsteil in ein anderes Ortsteil wechseln, wandern. Wir können dafür das Alter bestimmen und wir haben einfach auch ein bisschen Einblick darauf, wie es unseren Käuzen so geht. Der Lebensraum des Steinkauzes ist stark bedroht. Es hat mehrere Faktoren. Zum einen ist es der Rückgang der alten Ströbswiesen. Es werden keine Apfelbäume mehr nachgepflanzt. Zum anderen ist es der Baudruck an den Siedlungsrändern. Dort entstehen Neubaugebiete in Steinkauz-Lebensräumen. Und der dritte wichtige Grund ist die intensive Landwirtschaft. Da werden alte Apfelbäume auch oft gerodet, weil die großen Landmaschinen Platz brauchen. Also unsere Ortsgruppe hängt als Schutzmaßnahme an allen alten Apfelbäumen, die uns zur Verfügung stehen, spezielle Steinkauz-Nistkästen auf, Niströhren heißen die. Und wir pflanzen, wo es geht, Apfelbäume, haben aber dafür einfach nur eine begrenzte Anzahl an Flächen. Freuen uns natürlich über jeden und jede, die Apfelbäume pflanzen möchte im Außenbereich. In so einem speziellen Nistkasten sind jetzt auch diese beiden Steinkauzküken, die wir hier in der Hand haben, geschlüpft. Und die haben wir vor etwa 2 Wochen beringt. Also jetzt sieht man hier den Ring sehr schön, auch wenn er etwas schmutzig ist. Der Ring ist registriert von der Vogelschutzwarte Helgoland. Dort laufen alle Daten zusammen über unsere kleinen Steinkäuze, die hier in Hadama schlüpfen. Also wir erleben immer wieder in unserer Arbeit hier, dass die meisten Einwohner im Gemeindegebiet den Steinkauz überhaupt nicht kennen. Die wissen nichts davon und sind immer wieder ganz erstaunt, wenn sie mal erfahren, dass wir hier Steinkäuze bringen und auch so eine große Population haben. Und wir freuen uns sehr, dass die Stadt Hadama uns in unserem Steinkauzschutzprojekt unterstützt. Und wir freuen uns aber auch natürlich über jede Mithilfe aus der Bevölkerung.